Hallo, ich bin Arzt, ich bin heute mit einem neuen Video und zwar willkommen zu einer neuen GTA 5 RP Folge. Und zwar in der letzten Folge habt ihr gesehen, wir sind eingebrochen in Häuser und ich habe noch richtig dick Beute dabei. Guck mal hier, 5 Karat Goldkette, 8 Karat Goldkette, Casio Watch, Leute. Und ich will heute ein richtig großes Ding machen, Leute. Wir werden heute die größte Bank in GTA 5 überfallen. Nämlich, es gab ein neues Update, Leute, dass man jetzt den Banküberfall richtig krank machen kann mit Thermitladung, Hacker-Laptop, alles drum und dran. Das wird ziemlich schwierig, weil ihr wisst, Leute, so eine Bank ist extrem krass bewacht und das würden wir niemals alleine schaffen. Deswegen werde ich mal jetzt bei den YouTubern vorbeifahren und gucken, wer davon Eier hat, mit dabei zu sein, Leute. Dann werden wir uns ausrüsten mit Sprengstoff, Hacker-Laptop, um da reinzugehen. Und dann wird jetzt, Leute, richtig Geld gemacht. Und wenn wir das Geld haben, können wir uns auch endlich mal wieder ein geiles Haus kaufen. Dann sind wir wieder back in GTA. Und dann würde ich sagen, müssen wir auch noch ein bisschen abnehmen, dass unser Charakter mal wieder ein bisschen cooler aussieht. So, wer würde dafür Eier haben? Ich würde fast sagen, Russack, denke ich mal, der hat besonders so von sowas Ahnung. Wir werden mal einfach zu denen hinfahren und mal gucken, ob er sich traut, bei so einem großen Ding mit dabei zu sein. Ah, ich habe noch eine Idee. Ja, jetzt sind wir, vielleicht, Leute, ich rufe mal Amir an. Vielleicht hat der auch Bock, aber ich rufe ihn einfach mal an, sag ich mal. Yo, Amir, bist du da? Hallo? Ja, hallo, was los, Johnny, was geht? Yo, Digga, ich habe ein großes Ding geplant, ein richtig großes Ding, wo wir ausgesorgt hätten, wo wir Rente machen können. Ja, ist wieder zu. Willst du machen? Fortnite wie Defcon oder was? Amir, ich will die Bank überfallen! Was? Was für eine Bank? Bist du dabei oder hast du Eier flattern? Digga, ich mach doch keinen Bankraub, ich komm in den Knast rein, hä? Bist du deppert? Hast du Eier flattern? Was? Ach, Digga, du kommst doch in den Knast. Digga, ey, weißt du was? Ich komm dich im Knast besuchen, kein Problem, dann lache ich dich aus. Okay, wenn du Angst hast, dann ist okay, hau rein. Ja, ja, Angst, hau rein. Willen, Leute, der hat Schiss, Alter. Habt ihr den Schisser gehört? Boah, guck mal, hier steht auf jeden Fall Russack sein Auto. Das ist sehr, sehr nice. Aber wo ist der? Wo geht's hier rein, Leute? Wir müssen jetzt erstmal gucken. Ah, da ist das Haus, Leute. Ich hoffe, der erkennt mich noch. Guck mal, wie wir aussehen. Oh mein Gott, das wird richtig peinlich jetzt. Aber Freunde, wir müssen uns ja auch so ein bisschen. Oh. Yes, you! Leute, hey, was macht ihr denn hier? Hä? Hä? Wieso kommt mir seine Stimme bekannt vor? Hä? Ich bin Stani! Stani, bist du Bruder, das? Hast du Bro. Burger gegessen? Corona. Ey, das ist unser alter Bruder Stani, Digga. Ich hab ein bisschen zugenommen, Jungs. Ich war da lange nicht mehr hier gewesen. Bro, ey. Was ist denn mit dir passiert? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Macht mich mal, ey, hört mal jetzt auf, mich runterzumachen. Jungs, ich will mich wieder ändern. Ich bin wieder jetzt back. Ich bin back in the business. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe dich vollkommen, aber wir machen dich doch gar nicht runter. Du hast dich nur komplett verändert. Ja, ja, lach mich bitte nicht aus. Ich muss mal kurz einmal mit Russack alleine reden. Russack, komm mal mit. Ja, okay. Was willst du? Yo. Digga, yeah. Ich hab ein. Was macht ein SU da? Bist du mit SU dicke? Bist du mit SU aktuell dicke oder? Ja, also ist schon mein Bruder gerade über die Zeit geworden. Der hat mir beim Umzug geholfen, okay. Und so. Der. Ich habe ein dickes Ding geplant. Ein richtig. Das Ding ist genauso dick, wie ich es bin. Okay, aber was denn? Russack. Ja. Yeah. Ich brauche Geld. Mhm. Ich will Rente machen. Ich will die Bank überfallen. Ja, Bruder, bist du dir da ganz sicher? Bro, ich weiß, das ist, aber weißt du, wie viel Geld da in der Bank drin ist? 100 Millionen können wir machen. Bro, wenn dein Lüftungsschacht ist, passt du durch oder nicht? Naja, nicht durch Lüftungsschacht. Wir gehen vorne rein, Geisel, vorne. Alles drum und dran, ja. Oha. Ja, okay, also. Bist du dabei oder bist du dabei? 10% dabei. Für dich, der Rest für mich. Willst du mich verarschen? Auf keinen Spaß, Fall, Mann. Die Beute wird natürlich gerecht aufgeteilt. Okay, dann sollen wir Stu ins Boot holen? Meinst du, Stu hat die Eier dazu und redet nicht zu den Bullen? Ich hoffe schon, Mann. Okay, nimm dir mal Waffen mit, Mann. Ja, warte, ich. Stu! Ja, was ist, Digga? Komm mal rein, ich hab mit dir zu reden. Kannst du mir mal beim Drang helfen? Nee, musst du selber, Alter. Bruder, okay, ich bin bereit, Mann. Ja. Hä? Du bist jetzt eine Bank überfallen oder was los? Hey, was laberst du da? Ganz ruhig. Ja, was denn? Hast du eine Bank überfallen? Geht's dir gut? SU, hast du Eier oder hast du Eier? Bro, du kennst mich. Ich hab immer Eier. Ich hab Coronas Grandes, aber was habt ihr gerade vor, Jungs? Da ist doch irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Was? Wir wollen die Bank überfallen.
Bro, ich brauche ein paar Leute, 100 Millionen gibt's zu holen. Aber du in deiner Situation gerade, du wirst doch nichts packen. Du kriegst ja nicht mal keine Ahnung was zu. Ich bin zwar fett, aber ich kann trotzdem schießen. Ey, ich glaube nicht, dass das gut ausgehen wird. Ich sag dir ehrlich. Ey, Stu, wir schaffen das, Mann. Was ist Stu, bist los, du dabei oder bist du dabei? Ja, ich lasse meine Brüder nicht im Stich, aber ich sag dir ehrlich, ja, haben wir irgendwie auch die passenden Sachen dafür? Ey, können wir uns da umziehen bei dir, Rucksack, oder was? Ja, Jungs, holt euch, ich hab alles hier. Das Nimmt Ding ist, Waffe. Jungs, wir brauchen, die haben ein neues Sicherheitssystem in der Bank. Wir brauchen eine Thermitladung, ein Hacker-Laptop und noch verschiedene so ein Schweißbrenner. Wisst ihr, Jungs, wo wir das herbekommen? Ja, ich kann euch Waffen, Anzüge geben, aber das war's, Jungs, das müsst ihr besorgen. Ja, wo habt ihr irgendeine Idee, wo wir uns das besorgen können? Ey, wir können mal den Turan anfragen oder so, ich weiß nicht, Mann. Wisst ihr, wo der ist? Ich will mich mal kurz umziehen. Warte, ich gib mir mal seine Nummer, ich ruf die mal an. Ja, hier, Alter, nimm. Okay, so, klingelt, warte. Turan, hallo! Wetter, wer ruft mich an um die unklittige Zeit? Hier ist ein Mann, der ein Geschäft mit dir machen will. Ich brauch gewisse Gegenstände. Hast du... Okay, ich komm zu deinem Tempel. Die Jungs wissen, wo du wohnst. Bis gleich. Wir sollen zu deinem Tempel kommen, nichts über Telefon. Oha, SJ hat sich auch schon umgezogen. Sehr, sehr geil. Gut, Jungs, ich werde mich auch mal umziehen. Ja, mach mal. Du siehst doch aus wie ein, was weiß ich was. Let's go. Haben wir noch einen Burger hier vielleicht? Okay, Leute, ich habe mich umgezogen. Wie findet ihr mich? Hast du keine Maske gefunden in meiner Garderobe? Nein, ich guck mal, einer muss da so ganz normal aussehen. So, das ist eine Maske, die so aussieht wie ein echter Mensch. So, kennst du nicht so eine Gesichtsmaske? Ey, komm mal her. In seiner Größe haben wir doch eh nicht alles, von daher, wir finden eh nichts. Ey, im Notfall ist halt die Geisel, Jungs. Im Notfall nehmen wir dich als Geisel, Stani. Ja, genau. Okay, Leute, wisst ihr, wo es zu angeht? Wir müssen zu ihm hinfahren. Normal, let's go. Oh, und was hast du hier für eine Dreckskiste, Mann? Ja, Bro, können wir dein Auto nehmen? Natürlich, Jungs, getarnt wie wir. Die Masken wird man da drin nicht sehen, wir sind sicher. Ja, okay, dann los. Okay, da klemmte was, Mann, Jungs. Aber let's go, ey, Mann! Ich hab richtig Schiss. Weißt du, wo dieser Turan wohnt? Der irgend so ein Tempel. Ey, aber pass auf, ja, benimm dich, Mann. Sonst kriegen wir schon dort eine Kugel. Ja, ich benimm mich auf jeden Fall. Ey, das wird ein richtig großes Ding. Das könnte unser letztes Ding hier werden. Wenn wir das durchziehen, Jungs, geisteskrank. Oh. Aber du weißt, ein Fehler und das war's mit uns, ne? Ups. Ein Fehler und das war's. Ey. Also übertreib die Lage nicht. Abfahrt. Fahr mal vernünftig, Junge. Hey, let's go, Jungs. Ja, Bro, wir müssen hier jetzt rein, weißt du? Aber jetzt ganz vorsichtig. Ich hab hier jetzt keinen Spaß mehr. Ey, Jungs. Wow. Langsam. Bro. Hey. Wir tun. Bleib stehen, Jungs. Keine Waffe. Alles gut, ja, wir sind's. Bro. Du sick. Ja. Die sind zwei, die mich schon kennen. Lustig. Hallo. Ja, hallo, warte ganz kurz. Juan, erkennst du mich gleich wieder? Lustig, komm. Siu, du bist da. Ich bin's. Juan. Lange nicht gesehen. Lustig, hey. Was schlägst du mich so? Bist du ruhig, Mann. Jungs. Ey, benimmt euch mal jetzt. Bist du jetzt hier, du laufende Kugel? Können wir reingehen, kurz reden? Hey, komm mit. Boah, Digga, das ist ja voll krank hier. Wo sind wir denn hier gelandet, Alter, Jungs? Seid ihr crazy oder was? Ist das Mafia oder was? Ja. Warte mal ganz kurz, Ganz ruhig bleiben, Jungs, ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Okay, der guckt mich nicht an. Eine Legel gibt es hier. Guck mir nicht in die Augen oder ich stiss dich ab. Der ist zwei. Kommt lang jetzt hier, Jungs. Stani, mach bloß keine Scheiße, okay? Boah, mir geht's gar nicht gut, Digga. Ich glaube, ich muss auf Scheißhaus gleich, Alter. Oh. Wollt ihr hier hinsetzen, Jungs, ha? Oha. Mir geht's gar nicht gut, Jungs. Wollt ihr euch hier hinsetzen, Jungs? Hey, Stani, kannst du noch laufen oder bist du schon kaputt? Bro, ich sag dir, ich muss gleich einen abseilen. Mach mal Platz, hab ich gesagt. Also, der macht Platz. Oh. Was ist die Blauchen? Es sind noch meine Freunde. Bro, können wir hier offen reden? Hier sind Leute, ne? Wo, Leute? Da sitzt doch noch einer, Alter. Mach dir keine Sorgen, mein Business geht vor. Bist du krank oder was? Was ist Rede das für ein Rede doch nicht typ? Nur mit Turan, du darfst dir doch nicht krank nennen. Ey, warte mal, kann ich mal kurz mit meinen Kollegen bitte einmal reden? Nee, Lucy, komm mal ganz kurz her. Lucy, komm her. Oh, Jungs, komm oh nein. Wer ist das denn? Was bist du mit so einem Fläschchen vorbei, Turan, Alles gut, ey. Der redet nicht, Mann, Turan. Sorry, pass auf, ich würde gerne ein Geschäft
vorschlagen. Wir benötigen für was Großes benötigen wir einen Hacker-Laptop, einen Schweißbrenner und Thermit. Hast du sowas vorrätig? Hast du sowas da? Ihr wollt die Bank auslauben. Festele. Wie? Nein, ich hab Bank auslauben. Ich hab zwei Skelette. Ich hab alles. Thermit, Bohrmaschine, was du brauchst. Natürlich. Weißt du Bohrmaschine was? Hast du auch. Oh, ich hab hier alles. Glaubst du? Ich würde das gerne nehmen. Ja, kein Problem. Weißt du was? Gibt sogar auf Haus. Aber, mein sehr geehrter Fettsack, irgendwann in Zukunft, ich mag einen Anruf bei dir und dann du mir auch aushilfst. Nein, ich würde das gerne bezahlen. Nein, ich will dein Geld nicht. Ja, ist das okay? Er stimmt dir zu, Tuan. Alles ist gut, komm. Ich bezahle dich, weiße Perle. Er macht das. Alles klar. Alles gut. Weiße Perle. Guck mal, der will mich verarschen. 8 Karat Goldkette einmal für dich. Danke, jetzt habe ich wieder neue Klopapier. Und nochmal 5... Weißt du, wie viel Geld ich habe auf mein Konto? Diese Tempel, ich habe gekauft mit Bargeld. Aber hast du sowas? Das ist ein Gameboy von iCrimex. Wie, du bei iClimax? Wo? iClimax, mein bester Freund, wo hast du her? Hat er dir geschenkt? Hat er mir geschenkt. Ja gut. Nein, nimm ihn nicht an, Bezahlung. Ich okay. Gib dir das. Ich geb dir alles, gar kein Problem, aber irgendwann, ich luft dich an einmal. Ja, okay. Boah, der hätte sogar feuerspeienden Drachen, Alter. Oh mein Gott. Okay, gib mir die Ware. Bohrmaschine. Oh, ja, ganz genau, gar kein Problem. Sehr gut. C4, ich geb sogar 2 auf Haus Lauf, C4, oha. Macke, Lucia, komm alle mit. Genau. Die Sachen mit der Jungs. Ich hab alles. Laptop, du kannst gerne holen aus meinem Auto. Hier sind diese 10 Zips, die du leih machen musst. Also okay. So, Dietliche, brauche du auch bist die Dietliche brauche ich auch, ja. Aber aufpassen, ne? Nicht in Häuser einblästen. Schweißgerät auch, oder? Schweißgerät auch. Und noch so guter Lex, Thermit, Damit Termin. Kannst du die normalen. Pass auf, die Türe mit Gitter. Die magst du nicht mit C4. Die magst du mit Thermit, Das glänzt sich langsam durchs Los durch und du Abstand halten, wird heiß. Den Auge leiten. Okay, sehr gut. Danke dir. Juan, hast du irgendwas Exotisches noch vielleicht für uns? So, wenn es richtig gefährlich werden sollte für alle Fälle? Warte ganz kurz. Bleib mal hier, bleib hier, komm sofort. Hey Bro, der Typ ist irre, Alter. Nein, Jungs, Mann, wir haben uns... Eine Minigun! Guck mal, das ist schon tot, ne? Guck mal hier! Das ist wahnsinnig, Mann. Ja, pack das hier rein. Ey, Jungs, Mann. Bro. Oh mein Gott, Jungs, Mann. Eine Sache, ich hätte noch. Wartet. Oh mein Gott. Nein. Scheiße, ja, hier, bitteschön. Auf Wiedersehen, ich lupfe an. Danke dir. Der Typ ist ja komplett irre, Alter. Schnell weg hier, Junge. Im Schick, nein. Hey, Jungs, weg hier. Pack das in den Kofferraum. Schnell, Essie, pack das in den Kofferraum. Warte. Jungs, er hat mir noch einen Rocket Launcher gegeben. Okay, let's go. Warte. Ich komm rein. Okay, sehr gut. Rein. Bro, wir müssen jetzt noch zum Autohaus. Wir müssen noch ein Auto klauen. Wir können nicht hier mit deinem Auto fahren, Digga. Wenn die Cops das mitkriegen. Fahr zu diesem Autohaus in der Stadt, da habe ich fette Karren gesehen. Wir bauen so ein richtiges Auto, falls sie eine Straßensperre bauen, dass wir durchfahren können, weißt du? Oh ja, genau hier, den Laden meine ich, Alter. Oh, Jackpot. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ey, wir klauen uns hier ein Auto, ja? Oh mein Gott, guck dir diesen X6 an. Guck dir diesen X6 an. Okay. Ich tue mein Auto verstecken, ja? Okay. Oh, hol dir das Auto schon mal. Howdy, mein Freund, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Schönen guten Tag, ich bräuchte da mal ein Auto. Der Herr, wo haben Sie eine Maske an? Können Sie bitte die Maske ausziehen, ja? Ja, kein Problem. Tut mir leid, der Herr, das ist echt aus Versehen. Wissen Sie, was ich meine? So, wir gehen mal hier kurz ganz rein. Der Herr. Sehr gut. Okay, ich hätte es anders gemacht. Digga, ich hab meinen Kopf angeschlagen, Mann. Sue, wo bist du? Sue, ist der noch in der Garage? Ich komme. Du Idiot, Mann, komm doch schnell. Ich hab noch ein bisschen Cash mitzunehmen. Ich komme. Let's go, Jungs. Wow. Oh mein Gott, Jungs, was ist das für krasses Auto, Jungs? Ich hab von dem Typen nochmal 500.000 abgezogen. Bro, hast du deine Kasse leer gemacht? Ja, Mann, wir teilen uns das auf jeden Fall zu dritt jetzt. Ach du Scheiße. Bro, ich sag euch ehrlich, wir haben hier das perfekte Auto, um die Bank hochzunehmen, ne? Alter, überleg mal, wenn sich da eine Polizeisperre im Weg stellt, wir rammen die einfach weg, Alter. Das ist ja der Überwagen, den wir hier haben. Ey, das wird zu geil. Okay, Jungs. Jetzt wird's ernst, Alter. Wir sind ausgerüstet wie Top-Verbrecher.
Es kann nicht schief gehen. Wir müssen alles geben. So, Rucksack ist voll. Schweißgerät, alles dabei. Jetzt kommt's drauf an, Alter. Habt ihr die Eier dafür oder wollt ihr nochmal einen Rückzieher machen? Jungs, ganz kurz, bevor es losgeht. Egal was passiert, wir verpfeifen nicht. Okay, wir verpfeifen nicht. Okay. Jungs, wir müssen einen fetten Plan aber erstmal schmieden. Wir können da noch nicht einfach reinrennen. Wir gehen rein, Mann, und fertig, Mann. Wir gehen rein, Bro, mit Drohne, mit unseren Knarren. Sollen wir nicht erstmal die Lage dort abchecken, ja, ohne maskiert zu sein? Jungs, das ist zu spät, Mann. Wir haben geklauten Wagen. Entweder wir gehen jetzt rein oder die Polizei. Ja, nicht, dass wir die Polizei rufen, Alter. Ja, okay, dann gibt's keinen zurück, Jungs. Scheiß drauf. Lass hier abstellen. Wir stellen den Wagen direkt hier vor der Tür ab. Seid ihr bereit? Jungs, jetzt kommt's! Es geht los, Jungs! Rein, Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt! Let's go! Hände hoch! Hände hoch! Das ist die Überfall! Schieße! Hände hoch! Das ist die Überfall! Schön die Hände hoch, Kollege hier! Keine Faxen hier! Die Security! Wir brauchen eine Geisel, Jungs! Eine Geisel, ganz wichtig! Warte, warte, hier, die Typen, ich bedrohe den! Mach die Tür auf, sonst riech durch, Junge! Mach die Tür auf, Junge! Mach die Tür auf! So, geht doch. Schön die Tür öffnen. Keine Faxen, Alter. Sonst könnt's hier richtig gewaltig knallen. Haben wir uns verstanden? Sehr, sehr gut. Die Sprache verschlagen. Knallt ihn ab, Jungs. Freilich. Bumm. Ich bin auf Flüchten, Jungs. Ich mach den Alarm aus. Mach Jungs, aus, hast du ausgemacht? Warte. Boah, der Alarm. So, der Alarm Jungs, ist aus, ich Jungs. Geb uns vorne Rückendeckung. Sichert hier ab. Guckt hier, ob hier irgendwas liegt auf dem Tisch, was wir mitnehmen können. Für unten. Scheiße, Mann. Ey, hier hast du den irgendwas? Termit. Verletzt den Termit, Mann. Schnell, warte, ich platziere den Termit. Ist die Tür nicht offen? Oh mein Alter. Gott, Schirm. Nein, meine Tür ist nicht, Mann. Oh, Leute, Tür ist zu, nicht gut. Tür schmelzen, okay. Jungs, geht weg, geht zurück, geht zurück. Wo ist der? Kommt zurück. Ich setz Termit ran. Jetzt geht's ans Eingemachte. Alter. Absichern, Leute, wir müssen vorne absichern. Termit ist platziert. Ich sichere alles vorne ab. Hier ist niemand. Die Luft ist rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das könnte sein, dass jede Sekunde, das dauert lange, Jungs, das dauert lange. Ihr müsst vorne absichern. Nein, wir haben den Zeug, Mann. Es könnte sein, dass vorne sich... RSPD, die Bank ist umstellt. Scheiße. Kommen Sie da oben und raus. Ihr geht nach vorne beide und schießt raus, Jungs. Schießt raus, ich sag, wenn es weitergeht. Jungs, okay. Oh, shit, Digga, schießt die schon mal an oder so. Sag mir, wie viele da sind. Oh, das dauert, Jungs, das dauert. 35 Polizisten. Nein, schießt doch. Oh, mein Gott. Jungs, sind offen. Rein. Jungs, ist offen. Jungs, die haben unseren Fluchtwagen gesprengt, Nein, rein, wir müssen zu Shani. Jungs, rein. Hier spricht das RSPD. Oh, ich hacke das Panel, Leute, ich hacke jetzt das Panel. Ich brauche Deckung, Jungs. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bist du sicher, dass du das kannst? Kannst du das überhaupt? Bro, ich probiere mein Bestes, es ist Booting. 20%. Let's go. Rustig, wir müssen oben ein paar Polizisten. Kommen die rein oder was? Schieß auf die. Schieß. Nein. 60%. Ich gebe alles, Jungs. 80%. Gleich, ich bin gleich drin im Panel, Alter. Gleich geht's weiter. Komm. Ich bin drinne, Jungs. Hack wird gestartet. Oh, schnell, rüber. Es kommen immer mehr Polizisten. Ich schaffe es nicht alleine. 3D, Digga, wo ist das? Jungs, die Helikopter sind da. Das ist ein Helikopter da, Mann. Scheiße. Nein, oh, ich bin dumm. Ich hab's verkackt, Jungs. Nein, ich hab's verkackt. Ich kann die Wahl nicht an. Die Polizisten. Wo ist TikTok links? Shit. Jungs, das ganze Gebäude ist zum schnell, Mann. Nein, ich hab wieder verkackt, Alter. Das ist alles einfach zu hacken, Bro. Leute, wo ist die Zahl? Helikopter über uns, Rustig, schießt! Helikopter! Hä, das ist doch richtig. Was? Ah, Leute, ich hab's gecheckt. Man muss irgendwie 2 Blocks machen. Oh, das ist so heftig, Digga. D5. 4-6. Boom. D5, Leute. Boom. Ich hab's. Jungs, kommt runter. Stanley. Ach, du Scheiße. Ja, wir nehmen ihn gleich mit. Ich muss ihn verlassen. Da kommen Polizisten. Schieß auf ihn. Da kommt einer. Hey, Jungs. Hab ihn. Ich beatze Rustig. Geh du schon mal weiter. Ich geh rein. Ich mache die nächste Termitladung an. Oh mein Gott. Nein, Rustig. Das ist doch nicht dein Ernst. Er ist Blut voll stark, Mann. Lass ihn liegen, Bro. Du musst halten. Die kommen runter gleich. Ezio, du musst schießen auf die. Nimm die Minigun. Jetzt die Minigun. Minigun. Bitte. Warte, ich nehm die Minigun. Ich komm zu dir. Gib die her. Rustig, probier zu schießen noch. Probier noch irgendwie zu schießen. Ach du Scheiße, Rustig sieht gar nicht gut aus, Jungs. Termit, wir machen gleich nächste Dings auf hier. Und dann gehen wir rein.
Dinge. Zündet die Bomben! Ach du Scheiße, schieß mit dem Minigun! Sehr gut! Weiter! Stellung halten, SU! Wir sind drinnen! Ich halte die Stellung, Jungs! Wir sind drinnen, Mann! Ich mache noch einmal Termitladung ran. Hier noch. Ich lasse meine Brüder nicht im Stich. Jungs, geht weiter voran. Ich kümmere mich um die. Jungs, sehr gut. Termitladung ist dran. Ich werde hier die Scheiße aufbohren. Mach es. Es werden immer mehr. Die kommen immer mehr. Oh mein Gott. Ich bohre das auf. Alleine. Jungs, ich bohre das auf und ihr packt die Dings in den Rucksack rein, ja? Ja, aber. Ich will es schaffen. Ey, das wird so lange dauern. Das dauert so lange hier. Rustig, gib mir deine Granaten! Ja, hier, Bruder. Nein, das Fach wurde schon. Ey, im Fach ist nichts drin, ich dreh durch, Alter. Vielleicht ist hier was drin. Oh mein Gott. Leute, wir müssen Glück haben, dass hier was drin ist. Bitte, in einem Fach war nichts drin gewesen. Leer einfach. Jungs, macht die Fächer auf! Macht schon einer, muss er die Fächer aufmachen! Rustig, mach du, ich kann nicht, ich bin hier beschäftigt! Rustig, mach die Fächer auf! Nein, das ist auch weg. Ich wollte das Geld rein, Jungs. Wenn ihr euch ergibt, können wir gerne verhandeln. Ja, wir kooperieren. Wir kooperieren. Sag es, wir kooperieren. Wir kooperieren mit euch. Okay, ich werde einen Polizist-Officer zu Ihnen schicken, der redet mit Ihnen. Wenn Sie ihn abknallen, werden wir stürmen mit dem Militär und Panzer. Rede mit denen. Esti, du musst Zeit rausholen. Scheiße. Ja, Die ganze Schließsicherung ist schon ausgeraubt. Ich habe einen Plan, Lass mich das machen. Ja, ich mach das schon. Okay, wir werden jetzt kooperieren. Ich werde jetzt hochkommen und dann werden wir das besprechen. Sehr gut. Ey, wir haben noch keine Beute, Leute. In diesem ganzen Schließfest ist nichts drin. Was ist das für eine Scheiße? Ey, das gibt's nicht. Ey, nimm das Geld. Also, ich hab das ganze Bargeld schon mit. Officer, Hände hoch! Hast du das Bargeld drin? Ich nehme das Geld. Ich pack's rein. Nimm das andere. Nimm das rein. Und dann hauen wir ab. Scheiß drauf. Den Rest lassen wir. Die Schließfächer lassen wir. Vielleicht probier noch ein Schließfach aufzumachen, Rusak. Vielleicht findest du noch irgendwas. Esu, kannst du noch Zeit rausholen? Ich kann nicht schweißen, Mann, Bruder. Ich will voll jetzt. Wir nehmen das Geld mit und gehen raus. Du hast kein Schweißgerät, ne? Nein, du hast das Einzige. Wir werden uns beraten. Okay, ja. Esu, hast du einen Geisel? Lass er mich raus hier. Ich hab Familie. Rein mit dir. Links. Rein mit dir. Du musst sagen, er soll durch Funk durchgeben. Dass wir, wir bauen ein Fluchtauto vor der Tür. Der hört dich. Ja, wir bauen ein Fluchtauto vor der Tür. Helikopter, Polizeihelikopter vor der Bank. Okay, Jungs, beruhigt euch da drin, ja? Ich werde euch den Helikopter besorgen. Der kommt in 2 Minuten an. Macht meinem Kollegen nichts. Nein, wir machen nichts. In diesem Schließfach ist es drin. Wir haben das Geld. Raus hier. Raus. So, wenn wir jetzt rauskommen, ist der Helikopter da. Haben wir uns verstanden? Ja, warte, sieht gar nicht gut. Mach ich dich bitte nicht. Ich hab meinen Rucksack voll. Rucksack, du siehst gar nichts gut aus, Alter. Wir müssen raus, Jungs. Komm. Junge, sieht gar nicht so schön. Oh mein Gott, was ging hier? Du musst mich auspacken. Sio, trag mich bitte. Ich kann nicht. Ich trag dich, Bruder. Ich bin aber auch selber schwer verwundet. Guck mal, wie viele Polizisten. Jungs, könnt ihr mich vielleicht auch tragen? Ja, ich versuch's, Bro. Ich bin stark. Ich werde dich auch gleich tragen. Komm raus jetzt hier. Ich will den Helikopter sehen. Lass mich gehen. Nein, erst wenn der Helikopter da ist. Wow. Scheiße, jetzt Auto, komm rein, Scheiße, komm, okay, Jungs, ich komm gleich! Oh mein Gott, Leute! Bro, wir haben die Bank überfallen! Wie viel Geld hast du, Rucksack? Ey, Bruder, ich kann's nicht sehen, Mann. Oh, der ist Polizist! Nein, ab! Oh, nein! Bro, wir haben einen Platz, wir haben uns die Platten geschossen, die 31er. Ey, wir müssen irgendwo verstecken, Mann. Du musst schnell in den Wald reinfahren, Mann. Ja, ich schalte hier auf den Berg. Schnell da. Oh, schnell, bitte. Ja, warte, wir fahren gleich ins Krankenhaus mit dir. Leute! Ja, ab ins Krankenhaus, bist du wahnsinnig, Mann! Wenn ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht, lasst ein Like und ein Abo da, checkt die Jungs ab! Alle in der Beschreibung verlinkt, das war's gewesen! Tschüss mit dir! Oh mein Gott, das Polizeihelikopter hinter uns her! Ab weg hier!